Uralt und majestätisch steht's da, die Berglandschaft im bohrischen Wald, mit die Machtinger knorrig alten Bäumer, die Titanen gleich aus dem Gebirge in Himmel aufgewachsen und den Gebirgszug wie a Krone ziehend. Nicht nur ihrer Wurzelgeflecht durchzirkt das feisige Bergland bis tief unter finsterne Erden eine, sondern auch unzählige alte Stollen und Höhlen, angelegte und welche, die im Lauf der Weltgeschichte entstanden sind. Ein Netz aus Geheimnis umwitterte Grotten und Tunnel, Äonen älter als der Mensch, durchzirkt die Gebirgsketten, wird Waben an Bienenstog. A so lingt's da im unergründlichen Schwarz und langend bis tief owe in Eingeweide der Weid. A Labyrinth voller schlummernder, vergessener Geheimnisse jenseits von unserem Vorstellungsvermögen, die einem Mensch nicht bekannt sind und wahrscheinlich auch nie sein werden. Ich hab dir ja einmal verzeiht, dass ich Steiger in einem kleinen Bergwerk war, und auf dies hin hast mich gefragt, warum ich von dem Bergdörferl daher entstanden gezogen bin und am Bergbau und meiner alten Heimat an Bugel gekehrt hab. Meine Antwort war damals halbert ausweichert und halbert entschuldigend. Das musst verstehen. Ich hab Angst gehabt, dass du mich schlichtweg für verrückt erklärst, wenn er dir die Wahrheit verzeih. Aber ich glaub, wir kennen uns mittlerweile gut genug, dass er dir die ganze Geschichte anvertrauen kann. In dem Bergwerk habe ich nicht nur meine Lehre gemacht, sondern bin, je länger ich dort war, bis zum Obersteiger aufgerückt. Eine Stellung, in der man ganz schön viel Verantwortung trägt und auf die man mit recht stolz sein kann, wenn man es inne hat. Vor ein wenig mehr als 10 Jahren ist dann allerdings der Niedergang derer Gruben eingeleitet worden. Zu der Zeit ist der Ertrag in dem kleinen Erzbergwerk immer weiter zurückgegangen, und für das bisserl, was wir noch aus dem Stein gereiht haben, haben wir immer tiefer in die Erde rein müssen. Und wie wenn das nicht nur gewesen wäre, ist auch noch die Nachfrage zurückgegangen. Denn mittlerweile haben sie das Eisenvitriol, das von dem Erz, das wir mir abgebaut haben, gewungen worden ist, nimmer zum Farben in der Bekleidungsindustrie braucht, was die Farbstoffe künstlich herstellen haben können. Kurzum, das Bergwerk hat sich nimmer rentiert. Immer mehr Bergleute haben ihren Hut nehmen müssen in derer Zeit und sind, wenn's Glück gehabt haben, in der Kloßhütte im Nachbarort untergekommen. Das alles hat das Unvermeidliche allerdings nur ausgezögert. Vor 7 Jahren war es dann soweit und die Herrschaften haben beschlossen, dass das Bergwerk stillgelegt wird. Ich weiß nicht, ob das an unserer Bergmannsehre gelegen ist oder nur am Sturschäl von uns Weitler, aber der Betrieb ist bis zum letzten Tag so weitergegangen,
wie die Jahre zuvor auch. Stoisch und konzentriert hat die Hände voll Knappen, die noch verblieben sind, am Berg voller Mühsal das Brickerl Erz abgerungen, das er noch hergeben wollte. Z'dritt war mir am letzten Tag, und so hab ich zur letzten Schicht einen Sprengstoff an die zwei Bergleute, die noch da waren, ausgeben. So sind sie dann ausgerückt und haben sie an die Arbeit gemacht, um im Ludwigsstollen in der unteren Ehm noch mit zum Schießen. Es hat nicht lang gedauert, ich hab grad noch im Schichtbuch bladelt, da ist der Hofmann schon wieder einerplatzt zu mir. Sein stausweißer Atem hat mir verraten, dass er die ganze Strick hergerennt sein muss. Und deswegen bin ich gleich aufgesprungen. Es war nicht das erste Mal gewesen, dass etwas passiert wird. Aber auf meine Frage hin, ob ein Unglück passiert sei, hat er nur gesagt, dass Gott sei Dank niemand verunglückt ist, aber ich trotzdem dringend mitkommen muss. Beim Sprenger in dem Stollen haben sie einen kleinen Durchgang freigelegt, hinter dem ein Heuraum liegt. Sie haben kurz eingeleicht und gesehen, dass da schon einmal jemand drin gewesen sein muss. Auf dem Boden dahinter liegt nämlich ein Totenkopf. Vom Maß her wahrscheinlich ein menschlicher Schädel. Ich hab ihn kurz angeschaut und abgeschätzt, ob's mich am letzten Tag noch einerlegen wollen. Beide Bergleute habe ich in all den Jahren als gewissenhafte, zuverlässige und nüchterne Arbeiter kennengelernt. Und nach einem kurzen Blick in sein Gesicht habe ich den Gedanken, dass mich auf den Arm nehmen wollten, so schnell verworfen, wie er mir ins Hirn geschossen ist. Ich hab nur knapp mit dem Kopf genickt und bin mit ihm mitgegangen. Wie wir an dem Hilfsstollen angekommen sind, bei dem sie gesprengt haben, habe ich schon einen Lorenz gesehen, der vor dem freigelegten Durchlass gestanden ist und mich angeschaut hat. Zuerst habe ich seinen Blick als Ratlosigkeit deut gehabt, aber hinter seinem weißbotterten, zfurchten Gesicht hat sie nur ein wenig mehr abgespäht. Hab ich da Angst gesehen? Aber warum nur? Ein freigelegter Hohlraum war zwar selten, aber beileibe kein Einzelfall. Der Spalt, den sie freigesprengt haben, war an der breitesten Stelle, nicht recht viel breiter, wie ein halber Meter, hab ich geschätzt. Lasst's mir mal reinschauen, der müsste groß genug sein, dass man reinschlupfen kann, hab ich gesagt, und wollte am Lorenz sein Grumlampen nehmen. Der hat mich auf dies hin mit ernster Miene angeschaut, als ob er mich mit seinem Blick durchbohren möchte, und sein Lampen fester gehalten. Am letzten Tag? Ich tat dies lassen. Du weißt genauso gut wie ich, dass das da drin in keiner Karteneindrung ist. Das kann jederzeit einbrechen. Was noch lang nicht das Schlimmste ist, was passieren kann. Ich arbeite da schon länger, wie du alt bist. Bei der Heiligen Barbara, vielleicht stimmen die Geschichten,
die die alten Bergleute damals verzeiht haben, und wie ich noch ein junger Spund gewesen bin. Vor die Schrazeln, Berggeister und von noch eidene Wesen, die da in die uralten Steiner untertrüb am Berg hausen sollen. Mach mir den Gang wieder zu und die Schauergeschichten von vor 50 Jahren gängen mir nix an. Ich schau mich um da ernt. Das seh ich von da aus schon, dass das da von jemandem angelegt worden ist. Wenn euch das nicht passt, dann macht's Feierabend. Am letzten Tag wird sonst eh keiner Notiz davon nehmen, wie lang das ihr da bleibt. Sing, werden wir uns zu schnell sowieso nehmen. Hab ich deri. Mit denen Wort hab ich am Lorenz die Lampen aus der Hand gerissen und bin damit am ausgestreckten Arm voran durch den Spalt durch, während ich gehört hab, dass das Murmeln von meinen zwei Kollegen aber leiser geworden ist, während sie sich entfernt haben. Im Lichtschein von der Lampen hab ich erkennen können, dass der Gang mindestens 1,5 Meter breit sein hat müssen und parallel zu unserem Hilfsstollen leicht abschüssig verlaufen ist. Weder auf der einen noch auf der anderen Seite war ein End zum Sehen. Während ich meine Lampen geschwenkt und die Wände betracht hab, ist meine These von vorhin bestätigt worden, dass der Gang gewiss nicht natürlichen Ursprungs sein hat können. Die Wände waren felsglatt, aber an der Stelle, und da hat der Lorenz recht gehabt, sollte eigentlich kein Stollen sein. Zumindest hab ich keine Karten gewusst, auf der an dem Fleck einer eingezeichnet war. Während ich noch drüber spekuliert hab, hab ich einen Boden ausgleicht und hab ihn links hing. Meine Kollegen haben recht gehabt. Da ist wirklich ein Todenkopf gelegen. Der Todenschädel war bestimmt schon hunderte von Jahren alt, wenn nicht älter. Auf den ersten Blick hat er ausgeschaut wie der Schädel von einem erwachsenen Menschen. Aber je länger, dass ich ihn im Schein meiner Lampen trat und begutacht hab, je natter ich die Konturen studiert han, umso schneller ist mir vorgekommen, dass dem Kopf irgendwas Abnorms, ja fast Tierisches angehaft ist. Ich hab's erst gar nicht greifen können, wo's an dem Schädel nicht stimmt. Aber dann ist mir klar geworden. Der Schädel hat leicht verlängert ausgeschaut und war ein bisserl schmaler, so dass er insgesamt seltsam keilförmig gewirkt hat. Auch die Zähne, die noch dran waren, waren leicht spitz zulaufend und haben dem Totenkopf ein Aussehen gegeben, das einem Viech geähnelt hat. Ein Frösteln ist mir durch den Körper gegangen, während ich den Schädel in meiner Hand studiert und mir ausgemalt hab, wie er denn wohl im Lehm ausgeschaut hat, und bin dann zum Entschluss gekommen, dass dies höchstwahrscheinlich der Schädel von einem von den Vorfahren vom modernen Menschen sein hat müssen. Mit der Erklärung im Kopf und dem Entschluss, dass ich den Schädel später mitnehmen werde, hab ich ihn wieder auf den Boden gelegt. Das dumpfe Geräusch, das dabei entstanden und durch den leeren Gang geheult ist, hat mir plötzlich wieder ins Gedächtnis gerufen, dass ich mittlerweile allein da war und dass die nächste Zeit
wahrscheinlich auch keiner das Bergwerk betreten wird. Aber was soll schon passieren, hab ich mir gedacht. Und bin dem Stollen in die Richtung gefolgt, die leicht bergauf verlaufen ist. Keine Minuten hat's dauert, in der ich immer wieder an Boden noch weitere Knochenreste abgesucht hab. Da bin ich auch schon ans Ende von dem Gang gestoßen. Der Weg war blockiert durch ein Wind aus Felsbrocken und Geröll in alle möglichen Gressen. Wahrscheinlich ein Einsturz durch einen Gebirgsschlag oder ähnliches. Vielleicht, hab ich sinniert, war der Stollen vor Ewigkeiten auch einmal ein Teil von dem Heidinger Tunnelsystem und ist durch ein Unglück einmal abtrennt worden. Weil in die Richtung unmöglich zum Durchkommen war, bin ich auch gleich wieder umdreht. Hab die Stelle passiert, an der ich mich durch den Spalt in den Stollen geschoben hab und bin die gegengesetzte Richtung gegangen. Nachdem ich dem Gang leicht bergab in seinem geradlinigen Verlauf ein paar Minuten gefolgt bin, hab ich gemerkt, dass der Stollen in der Vertikalen immer gerader geworden ist, bis schließlich rechter Hand ein kleiner Gang abzweigt hat, während der eigentliche Stollen noch weiter verlaufen ist. Ich hab in den abzweigenden Gang reingeschaut und es war klar erkennbar, dass es sich noch ein paar Meter in einer Art Höhle verbreitet. Neugierig bin ich in den Raum eingegangen. Über mir war dick von der Höhle, fast nimmer zum Erkennen, so dass in mir der Eindruck von einem riesigen, unterirdischen, steinernen Gewölbe oder einer Halle erweckt worden ist. Obwohl alles um mich herum starrt gewesen ist und die ganze Höhle einen Eindruck erweckt hat, als ob das letzte Lebewesen den Ort schon vor Jahrhunderten verlassen hat, war es unverkennbar, dass die Halle vor vielen Jahren einmal Menschen als Behausung dient hat. Während ich den Bereich erkundet hab, waren eindeutig Pritschen, Hocker und Tisch sauber aus dem Stein geschlagen worden. Hier und da waren auch Werkzeuge und schalenartige Gebilde aus Metall zum Erkennen, sowie Feuersteine. Und während vor meinem inneren Augen Szenen erschienen sind, in denen ich die Höhlenbewohner beim alltäglichen Leben zuschauen hab können, wandert mein Blick nach oben und bestätigt meine Vermutung. Oberhalb der Feuersteiner war ein Schacht zum Erkennen, der wahrscheinlich als Rauchabzug dient hat. Voll Staunen und Ehrfurcht bin ich durch das Gewölbe gewandelt, schaudernd wegen dem Alter meiner Entdeckung, auf einmal versetzt in ein Zeitalter, das weit, weit vor dem unsrigen gelegen ist. Interessiert hab ich ein jedes Detail in der Höhle betracht, fasziniert vor allem durch die Malereien an die Wände, die zwar verblichen, aber bei nattem Betrachten doch noch zum Erkennen waren. Neben klar erkennbare Jagdszenen waren auch andere Beutel aus dem Leben der, so hab ich vermutet, Bewohner zum Erkennen. Gesellschaftliche Versammlungen, kultische Handlungen oder auch Szenen, in denen Menschen miteinander Krieg geführt haben. Die Art und Weise, auf die die Beutel gemeint waren, hat auf eine gewisse
Kunstfertigkeit schließen lassen. Und ich hab mich gewundert, was für ein prähistorisches, aber doch scheinbar hochentwickeltes Volk denn da in derer Städten gelebt hat. Auf dem Gebiet war ich zwar nicht recht bewandert, aber es war trotzdem auch für einen Laien wie mich erkennbar, dass die Bewohner schon eine gewisse Zivilisationsstufe gehabt haben, obwohl alles auf mich einen uralten Eindruck gemacht hat. Denn der Gang und die Halle sind bestimmt schon vor zigtausend Jahren aus dem massiven Felsen und derer dunkler Höhlen rausgehauen worden. Weil von der Halle aus kein weiterer Stein mehr rausgeführt hat, habe ich meine Erkundung fortgesetzt, indem ich dem Stein gefolgt bin, auf dem ich reingekommen bin. Schon nach kurzer Zeit hat sie meine Vermutung bestätigt. Ich war eindeutig auf dem Hauptgang unterwegs, von dem in regelmäßigen Abstand in der gleichen Richtung kurze Gang abzweigt sind, in ähnliche Häuner mit gleicher Einrichtung führend, wie die, die ich schon anfangs durchsucht habe. Aber nirgends war ein Anzeichen von Leben zum Erkennen. Nicht einmal sterbliche Überrest von ehemaligen Bewohnern. Nachdem ich mindestens 50 derer Hallen hinter mir lassen habe, hat der Hauptgang auf einmal an einer steinen Treppe geendet, die in einem Bogen nach unten in die Finsternis geführt hat. Von der Neugierde angestachelt, bin ich der Treppen nach unten gefolgt und in einem weiteren Stollensystem gestanden, ähnlich angelegt wie dies der Rieber. Der einzige Unterschied war der, dass die Gegenstände und Werkzeuge, die ich dort noch gefunden habe, nicht aus Metall, sondern aus Stein gewesen sind. Auch die Wandmalereien, die sich verteilt auf derer Ehm befunden haben, waren nicht so kunstfertig. Der Stein und die Räume, Gräber aus dem Stein gehauen, wie die Drieber. Aber auch am Ende vor dem Hauptgang war eine Treppe nach unten. Aus Neugierde bin ich immer weiter nach unten gestiegen und bin zur Erkenntnis gekommen, dass der Berg vor dem Höhlensystem durchlöchert sein muss. Und mich hat's gewundert, dass da noch keiner vor mir drauf gestoßen ist. Stockwerk um Stockwerk ist nach unten gegangen, unvorstellbar tief in die Erde eine, und a jede Ehm war mit einer Treppe verbunden. Je weiter, dass ich nach unten gekommen bin, umso gräber ist alles geworden und hat auf mich zwischenzeitlich eher den Eindruck von einem Schratzelgang gemacht. Ab der vierten Ehm waren keine Steinwerkzeuge mehr zum Finden, während die Malereien an die Wände immer spärlicher und primitiver worden sind als eins drüber. Im siebten Stockwerk waren dann die letzten Beutel erkennbar, die nur noch wie Geschmier an die Wände ausgeschaut haben. Und obwohl die zeitlich älter sein haben müssen als die Obern, waren's trotzdem deutlicher erkennbar. Die Struktur von dem Gangsystem ist Stufen um Stufen immer wirrer geworden, mit Gang, die ziellos und kurvig in Stein eingeschlagen worden sind, während die Räume nur noch grobe Höhlen waren, ähnlich wie ein
die Viecher als Behausung dienend. Der Felsen ist anscheinend immer weicher geworden, bis er ab dem 8. Stockwerk fast komplett einer schwarzen, feuchten Erd gewichen ist. Während ich das Gangsystem erkannt habe und immer weiter runtergestiegen bin, war es fast so, als ob ich die Evolution der Menschheit rückwärts verfolge und mir einen Kopf drüber zerbrochen, wie das denn abgelaufen ist. Was denn möglich, dass sie ein Menschenschlag aus der Erd grobt und Gang anlegt, während sie sich ihm um ihm weiterentwickeln, so lang, bis als fortgeschritten entwickelter Mensch ans Tageslicht treten und die Weitel um den Berg herum besiedelnd. Aber wie tief soll dies in die Erd eingehen, hab er mir denkt. Begierig, das Geheimnis zum Lüften, bin ich dann in die 12. Ebene gekommen, die einen bisher größten Kontrast zur ersten dargestellt hat. Die Gang haben den Eindruck gemacht, als ob's mit den bloßen Händen aus der Erd geschaufelt worden sind, wären's nur in bloße Erdliche abzweigend. Das Ende von derer eben war keine Treppen mehr, sondern nur noch ein grobes Loch im Boden, das die komplette Breiten von dem Gang ausgefällt hat. Bis auf ungefähr 2 Meter war ich dran an dem Loch, als ich ganz verstohlene Geräusche aus dem Abgrund gehört hab. Ein seltsames Schorn oder Kratzen, das sie so angehört hat, als ob's vom Grund aufkommt. Erst war ich unschlüssig, wo sie machen soll. Denn einerseits hat mit Neugier gedruckt, den ich laute auf den Grund zum Gehen. Andererseits hat mir aber die Angst gekämmt vor dem, was da unten noch sein könnte. Und dann ist in mir der entsetzliche Gedanke gewachsen, was denn wäret, wenn meine Theorie, die ich mir auf den Weg daher zurechtgelegt hab, komplett falsch wäret. Wenn sie diejenigen, die das Tunnelsystem bevölkert haben, nicht nach oben graben und sie fortentwickelt haben, sondern das Gegenteil der Fall war. Ich hab den Gedanken noch nicht richtig zu Ende gebracht, da haben die Geräusche abrupt aufgehört. Start war's, aber nur für wenige Augenblick, weil's dann wieder zum Vernehmen waren, aber auf eine andere Art. Schnüffelnde Laute, gemischt mit Geräusche, als ob sie Schaufeln und Erdbohrend, sind aus dem Loch nach oben drungen und immer natter hergekommen. Fast zeitgleich ist mir ein scheißlicher Geruch in die Nosen gestiegen. Erdig, ekelhaft mudrig und faulig Nos. Dies hat gelangt. Und ich bin den Gang entlang zurückgelaufen. Kurz bevor der Tunnel eine Biegung gemacht hat, habe ich noch einen Blick über meine Schulter geworfen, ob sie schon irgendwer oder irgendwas an meine Fersen gekämpft hat. Und bei Gott, ich darf mir wünschen, dass ich das nicht gemacht hätte. In der Dunkelheit hinter mir ist erst eins, dann kurz drauf, obei mir gelbe, schräge Flickern bohrweiß auftaucht, direkt über der Stelle, an der sich das Loch befunden hat.
panisch. Ich werd wahnsinnig vor Angst. Bin ich weitergelaufen. Stockwerk um Stockwerk nach oben. Hab bet, dass das, was da hinter mir in der Finstern herkriecht, mich nicht erwischt und dass meine Grumlampen noch lang genug herhält und ein Licht spendet, bis ich wieder oben bin. Fast endlos ist mir die gespenstische Verfolgungsjagd vorgekommen, wie vor mir endlich der rettende Spalt auftaucht ist, durch den ich das grauenhafte Gangsystem betreten hab. Während ich mich durch den Durchlass geschoben hab, ist mir nur noch ein Gedanke im Kopf blieb, nämlich den Durchgang zu dem Höhlensystem zum Versiegeln. Nachdem ich durch war, habe ich kurz Start gehalten, gelust und den Spalt beobachtet, während ich wieder zu Atem gekommen bin. Es war Gott sei Dank nix zum Hören und zum Sehen. Geschwind bin ich zurückgerannt ins abgesperrte Nebengebäude, hab mir krampfhaft genug Sprengstoff zusammengesucht und um den Eingang platziert, immer mit einem Auge auf dies, was da durchkommen könnte. Mit zittrigen Händen hab ich dann einen Zünder betätigt und alles gesprengt. Wie sich der Staub glicht hat und der teuflische Abgrund für immer von Steinen verspiert war, hab er mich begreizigt und bin vor Erschöpfung halbert ohnmächtig auf den Boden gesungen. Dort hab ich spekuliert und meine Gedanken haben sie um das grausige Schicksal derer Leid draht, die unter dem Berg gehaust haben und die in die letzten Jahrhunderte oder gar Jahrtausende in der Erd versungen sind und sie immer weiter und weiter in die unheilige, dunkle Tiefengrom, die Existenz und das Schicksal derer umkehrten Evolution hab ich als Blasphemie empfunden und der Gedanke, dass die schwarze Erd unter mir in dem Moment grad von Kreaturen wimmelt, die sie wie riesige Maulwürf oder Würmer durchs Erdreich schaufend und wühlend auf der Suche nach irgendwas, das sie anlockt oder ruft, ist zutiefst beunruhigend und ekelhaft. Und wenn in so einem Mittelgebirgszug eine ganze Kolonie derer Wesen haust, wer weiß dann schon, was für Abscheulichkeiten sie unter die weitläufigen Gebirge derer weit tummend und vielleicht als grad in dem Moment emsig schwarze Tunnel gromt abwärts oder möglicherweise auch in Richtung Oberfläche. Und ich will mir gar nicht ausmalen, was passiert, wenn die furchtbaren, kriecherten Dämonen, die da unten hausend, die letzte Schicht durchbrechend. Und dies, nachdem so eifrig suchend, finden, wo's immer dies auch sein mag. Wie ich das Bergwerk verlassen hab ich gesehen, dass Nacht geworden ist und das Ringen angefangen hat. Ich hab zittert wie ein Bladel im Wind, während ich mich umgeschleppt hab ins Werkshaus. Na,
die Existenz derer Teufel, die sie zu was entwickelt haben, das nicht Viech und nicht Mensch war, und da in der Dunkelheit unterm Berg hausend, werde ich geheim halten, habe ich in dem Moment beschlossen. Es wird mir sowieso keiner glauben schenken. Sprengstoffausgabe an Hofmann und Lorenz. Sprengung im Ludwigsstollen. Dies war die letzte Eintragung im Schichtbirchel, die ich gemacht habe, bevor es für immer geschlossen worden ist. Nachdem ich ausgegangen bin und einen Strom abgestellt habe, bin ich wieder Richtung Bergwerkseingang, um die Pforten endgültig zum Verriegeln. Und während ich das schwere Eisengitter anlang und zuziehen will, fällt der Kegel meiner Taschenlampen auf den schlammigen, aufgeworchten Boden. Mein Herz hat vor Grausen einen Sprung gemacht. Ganz deutlich waren Fußspuren im Lehminger Boden zum Erkennen. Dutzende Abdrücke, nicht von Schuhen, sondern von Klauen bewehrte Füße und Hände, die vom Gelände weggeführt haben und sie unterm kalten Licht der Sterndl dahingeschlängelt haben, um sie danach im Wald zum Verlieren. Euch hat diese Episode gefallen? Dann abonniert meinen Kanal, indem ihr den roten Abonnieren-Button unterhalb des Videos anklickt. Aktiviert anschließend auch gerne die Glocke daneben, um immer über die aktuellsten Videos benachrichtigt zu werden.